Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. In der Folge heute zeige ich euch, wie man bei einem Automatikgetriebe das Getriebeöl wechselt, weil das doch anders ist wie bei einem Motorölwechsel. Und es gibt da auch Möglichkeiten, das Ganze zu spülen. Ich zeige euch das an einer Corvette C3 und wir werden auch den Getriebeölfilter dabei tauschen. GM hat bei der Corvette C3 Baureihe mit Ausnahme der 82er zwei Getriebe verbaut. Das war einmal das TH400 Getriebe und das TH350 Getriebe. Es gab da auch noch kleinere Varianten davon, das TH350C. Aber wenn man das grob zusammenfasst, sind das diese beiden Getriebe, die hauptsächlich verbaut sind. Wobei das TH400 auch bei schwereren LKWs auch eingesetzt wurde und auch standfester ist als das TH350. Aber für die PKW-Linie von GM durchaus passend ist und deswegen auch bei der Corvette ein sehr beliebtes Getriebe ist und auch etwas leichter als das TH400. TH steht dabei für Turbohydramatik und das war die Automatikgetriebebaureihe von GM. Ja, heute schauen wir uns den Ölwechsel bei einer 82er Corvette an. Das Besondere bei der 82er ist, dass sie schon das modernere TH700R4 Getriebe verbaut hat, was ich eben erwähnt habe. Das ist aber jetzt kein Problem, weil der Aufbau ist identisch wie bei den anderen beiden Getrieben und dementsprechend können wir uns den Ölwechsel dort genauso anschauen und alles nachvollziehen. Ja, was wir für so einen Getriebeölwechsel brauchen, ist natürlich ein neuer Filter und auch eine Dichtung für die Ölwanne. Und meistens ist das in einem Kit enthalten. Ich zeige euch das mal gerade. Und zwar gibt es hier unten, hole ich das mal gerade raus, da gibt es so Sets. Da ist von ATP, da ist ein Filter drin. Der sieht dann meistens so aus. Und eine Dichtung, die ist hier noch gefaltet. Die entfaltet man dann am besten und legt die sich auf den Tisch. Und dann kann man das Ganze am Fahrzeug nämlich schön auslegen. Ich zeige euch das jetzt nochmal auf der Werkbank. Ja, hier kann man nochmal schön die beiden Teile aus dem ATP-Kit sehen. Und zwar hat man da einmal hier dieses Filterelement. Da sieht man auch schön den Filter. Und daneben die Dichtung, die man dann auseinanderklappen kann und auch direkt so verwenden kann. So, dann gehen wir mal unter das Auto. Und wie man hier sehen kann, man hat hier einmal den in den 80er Jahren blauen Motorblock und dahinter die Abdeckung für den Getriebeölwandler hier in schwarz und dahinter das Automatikgetriebe bzw. die Wanne davon. Am besten ist, man zählt dann die Anzahl der Schrauben und die Form der Wanne, weil dadurch ergibt sich auch immer der Getriebetyp und dadurch kann das Getriebe eindeutig identifiziert werden. So, um die Schrauben zu lösen, nehmen wir hier so einen kleineren Schlagschrauber. Man kann natürlich auch eine Ratsche nehmen und dann fangen wir an, die einzelnen Schrauben langsam zu lösen. Es empfiehlt sich, so eine Magnetschale zu haben. Dann kann man die Schrauben direkt in die Magnetschale werfen. Dann gehen die auch nicht verloren. Irgendwann fängt das Öl dann an zu tropfen. Und dann sollte man sich eine Wanne bereitlegen. Es gibt bei den Automatikgetriebeölwannen keine Ölablassschraube, wo man das Öl vorher ablassen könnte. Das heißt, wir entfernen das Öl, indem wir die Wanne lösen. Deswegen ist es auch sinnvoll, an einer Seite anzufangen, damit das Öl dann zu einer Ecke hinwegfließen kann. Manchmal geht das dann recht schnell. Deswegen sollte man sich die Ölwanne vorher schon bereitlegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir einen Daumen nach oben gebt. Manchmal kleben die Schrauben in der Nuss fest, so wie jetzt. Dann ist die Nuss nicht mehr so leicht aus der Schraube rauszukriegen. Dann kann man die auch wieder ein Stück reindrehen und dann
lösen. Und jetzt sieht man es an der Ecke hier schon tropfen. Das fängt jetzt hier an. Das wird jetzt auch die Seite sein, wo wir die Wanne hinstellen. Ich muss doch mit einer Zange ran. So, jetzt ist er ab. Was ich auch immer empfiehlt, also ich empfehle hier eine solche Wanne, da kann man das Automatikgetriebeöl reinlaufen lassen. Und das Gute dabei ist, man kann auch schauen, wie das Öl von der Konsistenz ist und auch was an Abrieb bereits enthalten ist. Ich stelle die Wanne jetzt nach unten und löse so nach und nach die Schrauben, bis es anfängt richtig zu laufen. Und mein Plan ist, dass das Ganze hier von dieser Ecke dann anfängt zu laufen. Es klappt nicht immer, aber meistens. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, aber ich denke, man hört jetzt auch schon am Geräusch, dass es schon mehr ein Laufen als ein Tropfen ist. Jetzt läuft es richtig. Man sieht jetzt, wie das Öl darunter läuft und wie das Ganze jetzt hier in den Eimer läuft. Ein bisschen geht immer vorbei, aber das meiste kann man doch auffangen. So, und am besten nehmt ihr dann die letzte Schraube und arbeitet dort mit einer Ratsche langsam. Das ist jetzt die vorletzte Schraube hier. Und ich merke jetzt, dass die ganze Wanne kippt. Jetzt kommt nochmal ein Schwall Öl. Und die Wanne hängt jetzt noch an der allerletzten Schraube in genau der gegenüberliegenden Ecke, wo ihr das Öl rauslaufen lasst. Und die Wanne dann noch mal ein bisschen absenken, dann kommt auch noch mal ein gutes Stück. Man sollte natürlich möglichst viel schon rauslassen. Umso weniger Sauerei hat man nachher. Und dann löst man die letzte Schraube. Wenn man das Öl nicht analysieren will, kann man das Ganze natürlich auch direkt in so einen Ölauffangbehälter laufen lassen. Aber ich finde das immer schön, wenn man das Öl noch sieht und schauen kann, ob da irgendwelcher Abrieb drin ist, der da nicht hingehört. So, und jetzt sieht man den Ölfilter und auch den Valve Body. Und man sollte halt auch immer einen Blick dann in die Wanne werfen, wie hier jetzt. Oftmals hat man da dann sehr starken Abrieb zu sehen und hier in dieser Wanne ist das jetzt aber überhaupt nicht der Fall. Die sieht sehr gut aus, da ist sehr wenig Abrieb drin. Das heißt, das Automatikgetriebeöl ist schon mal in der Vergangenheit gewechselt worden.
Hier sieht man jetzt den Getriebeölfilter und darüber den Valve Body. Der Getriebeölfilter ist hier so gesteckt. Und dann sollte man natürlich aufpassen, dass da jetzt kein Dreck oder sonstige Kontamination stattfindet. Also hier sieht man jetzt den Valve Body. Das ist die eigentliche Steuereinheit im Getriebe. Und hier wird geschaltet. Und auch die einzelnen Gänge eingelegt. Und hier über diese Solenoids werden verschiedene Schaltvorgänge im Getriebe gesteuert. Das hier ist jetzt ein elektrisch angesteuertes Solenoid. Hier auch. Dadurch werden Ölpassagen freigegeben oder geblockt. Und hier sieht man das Ende vom Transmission Dipstick. Dort kann man prüfen, wie hoch der Getriebeölstand ist und ob man da Öl nachfüllen muss oder eben nicht. So, hier unten haben wir jetzt die Ölwanne und eben auch den Filter, die Dichtung. Und wie man sieht, ist auch gut was daneben gegangen, aber das bleibt halt leider nicht aus. Um die Dichtfläche ideal vorzubereiten, muss man die alten Dichtungsreste mit hier einem solchen Schaber noch entfernen. Mit dieser Rasierklinge kann man am besten die alten Dichtungsreste entfernen, ohne dabei die Oberfläche von der Dichtfläche zu zerstören. Mit einem Schraubenzieher oder so würde ich das Ganze nicht machen. Aber beim Reinigen solltet ihr natürlich auch aufpassen, nicht an die Kabel zu kommen, die da an dem Druckschalter und an dem Temperaturfühler sind, weil die das Torque Converter Lockup Solenoid steuern hier vorne. Und ihr ansonsten keinen Lockup von dem Drehmomentwandler habt. Ihr könnt dann den neuen Filter nehmen und der wird hier oben in dieses Loch eingeführt und der hält mit einem O-Ring und dichtet dann auch. Das heißt, ihr schiebt den da einfach rein und achtet dann darauf, dass der ordentlich sitzt. Und genauso sollte auch die Wanne auf der anderen Seite dann in Ordnung sein von den Dichtflächen. Achtet darauf, dass durch die Schrauben nichts verbogen ist. Das heißt, dass hier keine Wölbungen erkennbar sind, dass sich das Ganze durchgebogen hat. Das ist wichtig. Ansonsten müsst ihr das zurückbiegen. Ihr braucht eine komplett glatte Auflagefläche, wo hier diese Leiste letztendlich abdichtet. Bevor ihr das montiert, achtet nochmal penibel darauf, dass kein Abrieb oder sonst irgendwie Dreck hier in der Wanne sich befindet. So, wenn wir dann die Wanne angebracht haben, dann ziehen wir die Schrauben über Kreuz fest und das Drehmoment, mit dem wir die anziehen, ist als Vorgabe 9 Foot-Pounds. Dann nehmen wir so einen kleineren Drehmomentschlüssel, der ist jetzt allerdings in Inch-Pounds. Das ist jetzt ein Inch-Pound Drehmomentschlüssel, aber 9 Foot-Pounds sind umgerechnet 108 Inch-Pounds, was wiederum 12 Newtonmeter entspricht. Also man bräuchte da einen sehr, sehr kleinen Drehmomentschlüssel in Newtonmeter, wenn man das in Newtonmeter umrechnet. Ich mache das jetzt mit dem Inch-Pound Drehmomentschlüssel. Und dann... Man merkt auch, dass es jetzt sehr wenig Kraft, wenn der auslöst. Wenn man keinen Drehmomentschlüssel hat, ist das eigentlich nur gerade so handfest. Wenn man mehr Drehmoment aufwendet, kann es sehr leicht passieren, dass diese Wanne dann sich verzieht. So, jetzt fahren wir noch das Auto runter und füllen das Getriebe wieder auf. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich jetzt vorne am Motorraum und ich wollte euch zeigen, wo man hier an dem
Transmission Oil Dipstick das Öl einfüllt, also beim Peilstab fürs Getriebeöl. Und zwar haben wir da hier den Peilstab, da sieht man natürlich jetzt erstmal nichts dran, da ist kein Öl drin. Und hier ist die Einfüllöffnung, wo man das Getriebeöl einfüllen kann. Und ich nehme da normalerweise immer solche Flaschen mit so einem Rüssel vorne dran. Da kann man die vorne dann dort einführen und das Getriebeöl reinlaufen lassen. Und dann lassen wir jetzt so viel reinlaufen, bis wir unten am Peilstab das erste Mal etwas sehen können. Man sollte dann ungefähr so viel auffüllen, damit man unten bei der Cold-Markierung am Peilstab ankommt und danach den Motor starten. Danach lässt man das Ganze ein bisschen laufen, schaltet auch mal die Gänge durch und lässt das Getriebe warm werden. Und dann füllt man noch so viel nach, dass man ungefähr bei der Full-Hot-Markierung landet, aber auf keinen Fall darüber hinaus. Man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man mit dieser Variante des Getriebeölwechsels nur ungefähr 50% des Gesamtgetriebeöls aus dem System bekommt, was sich in so einem Automatikgetriebe befindet, weil auch noch weiteres Öl im Getriebeölwandler verbleibt und auch im Getriebeölkühler, der einfach vorne am Kühler ist. Und in diesem ganzen System bleiben eben große Restmengen an Getriebeöl. Man kann diese auch spülen und darüber werde ich noch ein gesondertes Video machen, aber das würde jetzt hier von der Zeit her einfach nicht mehr reichen. Wer sich gerne ein bisschen intensiver mit dem Thema Getriebeöle bei GM auseinandersetzen möchte, dem kann ich den Kanal von Professor John Kelly von der Weber State University empfehlen. Ich packe den Link in die Beschreibung und da kann man sich die ganzen letzten 80 Jahre Technologie bei Getriebeölen genau erklären lassen und welche Zusätze in welchem Jahr dazugekommen sind. Ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge.